Hallo Leute, wir sind hier bei Gnomoria. Ich hätte gerne me eure Meinung dazu, was ihr von diesem schönen Spiel haltet. Ich habe es schon ein wenig gespielt, also ein wenig für das Verhältnis dieses Spiels zumindest. Insbesondere bin ich bei den ersten Versuchen nicht besonders weit gekommen. Mittlerweile habe ich mich zumindest mit dem grundsätzlichen Prinzip halbwegs vertraut gemacht und ein wenig darüber gelesen. Und es ist ganz interessant. Es ist eine Art Sandbox-Game. In diesem Spiel verwaltet man allerdings eine ganze Siedlung, wenn man so will. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Jetzt kann man hier schon mal sagen, wie groß das Ganze sein soll. Wir machen mal Huge. Difficulty machen wir mal Easy. Wir wollen schon Feinde haben, aber wir wollen es auch nicht allzu schwierig haben, denn sonst schaffe ich es nicht besonders weit. Wobei ich die meisten Feinde auch noch nicht mal gesehen habe. Wir machen hier nochmal Randomize Name. War das Pest passte doch noch gerade eigentlich. Gerade, aber machen wir noch mal. The Deceived Land, das passt. Die werden nämlich von mir deceived. Die werden von mir irregeführt in der Art und Weise, wie sie sich verhalten sollen, weil wenn ich denen sage, was sie machen sollen, dann bauen sie nur Mist. Das kennen wir ja schon. Das kennen, also ich kenne das schon. Vielleicht sind sie auch nur sowieso nur zu dumm. Es ist einfach, das auf sie zu schieben, aber letztendlich bin ich einfach noch zu dumm, schätze ich. Deshalb, das ist The Deceived Land. War Land, oder? Nicht King, ne? Land. Ja. Das Generaten dauert jetzt recht lang. Es sieht so aus, als würde es schnell vorangehen, aber wenn es hier hinten ist, dann dauert es nochmal fünfmal so lang, wie der Balken überhaupt vollgelaufen ist, mindestens, wenn nicht zehnmal so lang oder 20-mal so lang. Denn ich habe es schon, weiß nicht, drei oder vier Königreiche oder Länder oder Siedlungen oder wie auch immer man das nennen will, erstellt. Die meisten sind nicht über den ersten Sommer hinausgekommen. Geschweige denn über den Herbst. Und einige Dinge finden erst im Winter das erste Mal statt und geschweige denn das, was dann erst im ersten Jahr, im zweiten Jahr das erste Mal stattfindet. Von dem ich noch nichts mitbekommen habe, möchte ich betonen. Selbst Feinde, die es teilweise anscheinend von Anfang an geben soll, habe ich noch nicht unbedingt mitbekommen. Das finde ich interessant. So ist das halt. Aber ich habe ja mit denen schon genug Probleme gehabt, die ich gesehen habe. Also muss ich da echt vorsichtig sein. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Und ja, es wird jetzt noch eine ganze Weile dauern, daher überlabere ich das Ganze noch mal ein bisschen und möchte, kann dazu noch ein bisschen was sagen und euch noch ein paar Dinge bitten. Zum einen haben wir hier einen Haufen Gnome. Am Anfang sind es, glaube ich, 9 Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich denke 9. Könnten auch 8 sein. Ich weiß, es sind nicht 10. Es sind weniger als 10. Und das bedeutet, dass das schon eine verhältnismäßig große Menge sind. Wenn man bedenkt, dass ich nur 25 Abonnenten habe. Und bei den meisten Videos erstmal auch am ersten Tag
definitiv am ersten Tag weniger als 10 Aufrufe bekomme. Wenn ich das also eine Weile spiele, je nachdem, wie euer Feedback ausfällt, dann könnt ihr da gerne einen Namen haben. Denn die kann man umbenennen. Das wäre eine Sache. Das wäre eine Sache. Wenn ihr merkt, wie absolut blöd ich mich anstelle und denkt, ich weiß einfach irgendwas nicht, dann könnt ihr das natürlich kommentieren, falls ihr das Spiel kennt. Und auch falls ihr das Spiel nicht kennt und merkt, dass ich mich absolut blöd anstelle, dann könnt ihr es trotzdem kommentieren. Zumindest wenn euer Kommentar hilfreich ist, wenn ihr merkt, hey, das. Na gut, wenn euer Kommentar sich einfach nur lustig drüber macht, dann ist das auch okay. Egal. Kommentare sind immer willkommen. Kommentare sind natürlich immer willkommen. Das ist absolut klar. So, die Flüssigkeiten werden gesetzt. Ja, das freut mich doch. Das freut uns alle, glaube ich. Denn das ist die letzte Phase. Naja, das ist die letzte von zwei Phasen. Das heißt nicht besonders viel. Das heißt nicht mal zwangsläufig, dass es die letzten 50% sind. Kann es heißen, muss es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ihr habt ja ein bisschen schon von der Grafik im Übersichtsbildschirm gesehen. So sieht das auch in etwa aus. Nomoria heißt das Ganze. Gibt es auf Steam, ist momentan, ich glaube, in 0951. Version 0951 ist das, glaube ich, momentan. Also auch noch ja in der Beta, glaube ich. Auf jeden Fall Early Access. SS. Wie auch immer. Obwohl es gar nicht so early ist. Obwohl, doch. Es ist 2014 und es gibt noch keine Raumschiffe, die das Sonnensystem mit menschlichem Leben verlassen können. Das ist Early, glaube ich. Das kann man als Early bezeichnen. Okay, Leute, da sind wir. Hier ist, sieht man die Übersicht des Königreichs. Das irregeleitete Land. Man kann so rauszoomen ein bisschen oder auch reinzoomen. Und das Ganze ist in verschiedenen Ebenen. Sowohl nach oben als auch nach unten. Und zwar ganz schön weit nach unten. Wenn ich das mal so sagen darf. Ganz schön weit nach unten. Ich weiß gar nicht. Gibt's da 100, minus 102 ist das untere Limit anscheinend. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, tiefer als 12 war ich noch nie, wenn überhaupt. Ich war schon mal tiefer als 10, das weiß ich. So. Und wir sollten auch möglichst bald uns hier irgendwo reingraben. Dazu sollten wir uns erstmal. Ist alles hier ziemlich hügelig. Wir sollten uns einen Ort
Okay, da ist ein See. Sowas wäre schön in der Nähe der Basis zu haben, aber das ist natürlich alle bei weitem nicht das einzige Kriterium, denn hier gibt es ja viele Rohstoffe. Oberirdisch auch, nicht nur unterirdisch. Holz zum Beispiel brauchen wir natürlich. Holz. Das hier ist nee, das sind Erdbeeren. Das hier ist Baumwolle. Das hier sind Birken und das sind Tannen. Beides wichtig. Bäume sind auch nicht unwichtig. Und ja, gut. Das sieht aber gar nicht schlecht aus, wo hier der See ist, weil das hier ist alles recht flach ringsrum. Und ein bisschen Flachland kann nicht schaden, dass wir dann bebauen können. Und das Ganze ist auch gar nicht mal weit weg. Jetzt müssen wir nur zusehen. Im Grunde müssen wir nicht mal direkt in den Berg reingraben. Wir können uns ja im Grunde auch direkt ein Loch nach unten buddeln. Das geht natürlich auch. Im Grunde geht das auch. Die Frage ist, wo genau wir das machen, aber das schaue ich gerade. Das geht hier dick. Dick stairs down. Okay. Sollte nicht direkt am See sein. Und nicht zu weit weg, meiner Meinung nach. Und möglichst aber auf dieser Seite des Berges. Finde ich. Ich würde mal sagen, hier wäre ganz gut. So. Und dann werde ich ein bisschen mein Wall, meine ich, hier so. Und zwar eine ganze Menge. Damit wir uns da gleich ordentlich einrichten können. Wir uns da gleich ordentlich einrichten können. Diese erste Folge werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger machen. Wie lange ich die nächsten Folgen machen werde, weiß ich gar nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So. Ist das in Ordnung von. Also wir haben hier natürlich viel Platz jetzt. Da ich auch gleich nach unten gegraben habe, haben wir da auch viel Platz, weil wenn ich mich in den Berg reingegraben hätte, hätte man natürlich aufpassen müssen, wo wir da wieder rausgraben. Aber da haben wir jetzt natürlich allen Platz der Welt. So, was wir aber natürlich tun werden, ist nicht nur. Da müssen wir natürlich, genau, worauf wir auch achten sollten, ist unsere Leute. Ja, genau, wir haben 9 Leute. Und davon sind 2 Builder, 2 Farmer, 2 Miner, ein Rancher und 2 Woodcutter. Und ja, die sind auch alle relativ gut in dem, was sie hier machen. Naja, die Bilder jetzt nicht unbedingt, wie es aussieht. Aber es ist das Beste, was sie können. So. Das Erste, was wir tun werden, ist es hier mal. Na? Take Clipping. Und hier ebenfalls. Und da.
Und da. Jetzt Link und gleichzeitig anscheinend auch einen. Auch die jeweilige Frucht. Ich weiß gar nicht, warum man dann nur jemals nur ernten sollte, statt einen Clipping zu nehmen. Wisst ihr was? Hier machen wir einfach nur ernten, weil da habe ich noch so viel anderes, was ich da ernten will. Dann mache ich da einfach mal nur ernten, weil, naja, ist halt so. Ich weiß aber gar nicht, warum man jemals nur ernten sollte, wenn man beim Clipping nehmen gleichzeitig auch. Ja. Warum man dann gleichzeitig, wenn man da gleichzeitig auch die jeweilige Frucht bekommt, warum man dann jemals nur ernten sollte, das erschließt sich mir nicht ganz, ehrlich gesagt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Unser Holzfäller will ich auch gleich beschäftigen. So. Ach ja, jetzt speichert er erst nochmal. Das macht er, glaube ich, alle 2 Tage oder so. So, jetzt laufen sie los. Jetzt habe ich den Sound ausgeschaltet. Den hatte ich doch eingeschaltet. Warum ist der aus? Nee, gut, dann mache ich die Episode doch nicht so lang und schalte den bei der nächsten Episode wieder ein, schätze ich. Obwohl. Nee, ich weiß nicht. Ja, doch. Also. Zumindest Musik oder irgendwas werde ich dann wieder einschalten. Jetzt ist ja gar nichts da, das sollte ja, ist ja schon blöd. Aber ihr seht hier, die fällen hier Bäume und hier werden, die sind jetzt nicht runter, das wächst alles wieder nach, was die hier gerade machen. Da werden nur Setzlinge geschnitten. Nein, die werden nicht immer. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, dann einfach nun mal nur ernten, weil ich glaube, wir brauchen da jetzt erstmal nichts nachpflanzen. Solange wir die jetzt nicht abholzen oder so. Und das sehe ich jetzt mal bei denen hier ist unnötig, die abzuholzen. Es kommt halt je nachdem, wenn man halt was sowas macht, kommt eben teilweise auch was anderes mit raus. Wenn die hier zum Beispiel abholzen, kommt teilweise auch noch Setzling mit raus. Teilweise, nicht immer, manchmal. Und umgekehrt, wenn sie hier Orangen abholzen, kommt teilweise auch noch ein Setzling und teilweise die Frucht mit raus. Je nachdem, was sie abholzen. Und hier unten bauen die gerade einen großen Raum aus und hier sammelt sich schön die Erde an. Mit der können wir erstmal nicht so besonders viel anfangen, außer ja, außer eben wieder Wände einzuziehen. Und zwar wertlose Wände. Also wertlos, naja. Wenn man es blockieren will, eben nicht wertlos, ne? Das muss man immer im Kontext sehen. Aber hier, die werdet ihr alle nochmal. Das hier werdet ihr alles mal wegfällen, was hier ganz am Rand. Das, was hier ganz am Rand steht, soll alles weg. Bitte. Was ganz am Rand steht, soll alles weg. Hier unten auch bitte. Was jeweils ganz am Rand ist, soll alles weg.
Den Rest seht ihr dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Denn ich muss wirklich die Musik reinbringen. Ansonsten ist das ja eine Katastrophe. Es sei denn, ihr findet die Musik eine Katastrophe. Das kann auch sein. Oder den Sound. Denn eins von beiden muss ich auf jeden Fall mindestens anschalten. Also, wenn ich beides, also, ich dachte, ich hätte die Musik aus und den Sound angeschaltet gehabt beim letzten Mal. Ja gut, wir sehen uns gleich wieder und bei der übernächsten Aufnahme, dann habe ich hoffentlich eure Kommentare. Bis zur nächsten Aufnahme erstmal. Ciao.